Guten Morgen, ihr Lieben. Guck, es fängt schon wieder an. Ich bin wieder da, Adele Zeit. Ich habe es ins Geschäft geschafft. Ich bin jetzt hier. So, und wisst ihr was? Meine Sommerware ist auf dem Weg. Ich bekomme sie heute Nachmittag. Ist das nicht toll? Aber mir juckt die Nase. Ja, heute ist Adele Zeit, ne? Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch vorher noch was sagen. Ich habe mir gestern so überlegt, ich habe ja davon gesprochen, diese schönen bunten Farben und wir brauchen auch ein bisschen was für die Seele, vor allen Dingen, wenn man so viele missgünstige Menschen hat, die einen da. Da habe ich gedacht, kehr noch mal. Sollen wir nicht mal zusammen ein schönes Frühlingstuch stricken? Ich glaube, am Dienstag, wenn ich den Podcast mache, habe ich schon mal was rausgesucht. Und habe mir meine Anleitung so ein bisschen ausgedacht, was ganz Einfaches, wo man nicht viel drüber nachdenken muss, dass man einfach vielleicht in seinem Stash mal nachguckt, was man noch für schöne Frühlingsfarben hat. Und dann stricken wir mal zusammen ein schönes Frühlingstuch. Was haltet ihr davon? Schreibt mal unten rein in die Kommentare. Das werde ich natürlich am Dienstag nochmal, weil Adele ist ja nicht jedermanns Sache. Werde ich am Dienstag noch mal kundtun und ja, vielleicht hat der ein oder andere ja Lust dazu, ne? Hatte ich mir gestern Abend so gedacht. Ich dachte, oh Mensch, jetzt noch mal Bock drauf, mal ein richtig schönes, buntes Sommertuch oder Frühlingstuch zu machen, damit wir so mal rauskommen aus dieser Tristesse hier. Obwohl, heute scheint die Sonne bei uns, ne? Also, yay, wunderbar. So, Adele. Ja, ich habe mir jetzt die Zeit genommen, habe noch mal reingeguckt, wo ich gewesen bin. Ich war ja so weit gekommen, wie die Paula mit Tim wieder abgezogen ist. Ja, es sind auch ein paar Tage vergangen und es ist später Abend und die ganze Gruppe, die Frauen und sogar Nick und Gerhard. Gerhard wollte Nick von der Arbeit abholen. Sitzen alle zusammen im Wollgeschäft und sind ein wenig niedergeschlagen. Sie haben vor circa einer halben Stunde, kurz vor Ladenschließung, die Nachricht bekommen, dass die Paula ins Krankenhaus gekommen ist. Und zwar ist es so schlimm gewesen, dass sie einen Notruf absetzen musste, weil der Tim sie wieder so furchtbar gehauen hat. Und naja, jetzt liegt sie im Krankenhaus und ihre Mama ist gekommen und ist schon bei ihr. Und Adele und Henriette Dorothea wollen gleich auch hinfahren, wollen sich mal erkundigen. Aber sie sind jetzt im Moment, sitzen sie da alle im Kreis und sind also erschüttert einfach darüber, was passiert ist. Und auch die anderen Frauen, die Gisela sagte dann sofort, das machen wir so nicht mehr mit. Die kommt jetzt wieder strikt nach Hause und wir werden ihr hier ein schönes, in ihr schönes Zimmer werden wir ihr noch eine Ecke fürs Baby einräumen, werden wir schön fertig machen. Ja, sagte Murat, war sofort Feuer und Flamme und selbst der Gerhard sagte, wenn irgendwas gebraucht wird, dann helfe ich mit und ja, Christoph, der saß da und war ganz, ja, der konnte seine Emotionen gar nicht richtig bei sich behalten. Und Adele nahm dann immer so seine Hand und sagte immer ganz ruhig bleiben, weil sie wusste ganz genau, dass er würde jetzt am liebsten aufstehen, ins Auto steigen und in die Wohnung fahren und ihm mal so richtig die Meinung sagen, dem Tim. Naja, auf jeden Fall unterhielten sich die Frauen noch eine ganze Zeit lang, aber Adele sagte, komm zu Henriette und Dorothea, komm, lasst uns fahren, sonst wird es nachher zu spät und wir dürfen nachher nicht mehr zu ihr, wir wollen mal gucken. Ich will mir jetzt selber ein Bild machen. Ja, und so steigen die Frauen ins Auto und fahren dann, es ist nicht weit, also da ist ja in der nächsten Stadt ist das etwas größere Krankenhaus. Und naja, als sie dort ankommen, kam Astrid ihnen schon auf dem Flur entgegen und Tränen liefen ihr so ein bisschen. Und sie sagte, ach nein, es ist nicht ganz so schlimm. Also das Baby ist gesund und munter. Also da ist nichts mit passiert.
Sie ist, wenn ihr sie gleich seht, sie ist ziemlich grün und blau geschlagen, vor allen Dingen im Gesicht und an den Armen. Aber er hat ihr nicht in den Bauch geboxt oder so, also es ist alles gut. Jetzt ist natürlich, na, und sie geht nicht wieder zurück. Das hat sie gesagt zu mir und das glaube ich auch. Und das wird sie nicht machen. Ich glaube, sie ist jetzt endlich davon geheilt, dass sie nicht mehr zurückgeht. Ja, das war schon mal eine gute Nachricht für Adele, die dann aber sagte: Astrid, du fährst nicht wieder nach Hause, du kommst mit zu uns, du gehst wieder ins Gästezimmer. Die nächsten Tage kannst du dich da aufhalten. Du musst nicht wieder nach Hause fahren. Also diese Fahrerei, das ist nicht nötig. Und das Kind braucht dich halt, ne? Ja. Ja, gut. So sagt Adele so, ich gehe jetzt mal hin. Ich will so mal gucken. Ich möchte so mal in den Arm nehmen. Oh, und als die Frauen dann ins Zimmer kamen, dann sagte ich mal von dem Gesicht. Alles grün und blau, ganz blaue Augen, die Wangenknochen, alles rot, alles. Oh, Adele sagt: Na gut, dass keiner von den Männern mitgekommen ist. Ich glaube, Christoph, der wäre dahin gefahren, der hätte sich jetzt vorgeknöpft und das ist ja auch nicht in Ordnung. Nein, hatte Astrid dann gesagt, er ist festgenommen worden von der Polizei. Er wird jetzt verhört, das ist schwere Körperverletzung und wir werden ihn auch anzeigen. Also das hat Paula auch gesagt. Also ich zeige ihn jetzt an. Das geht nicht so weiter. Naja, die Paula schläft und hat viele Schmerztabletten und so, was natürlich schonend fürs Kind, ne? Und schlief die ganze Zeit. Die hatte das gar nicht mitgekriegt, dass die Frauen da waren. Naja, auf jeden Fall. Wir können hier nicht zu, lass ihn in Ruhe schlafen. Und naja, dann sind die Frauen wieder nach Hause und alle aufgeregt empfingen sie dann schon in der Halle. Und ja, dann hat Adele dann alles erzählt und die Frauen waren fassungslos, fassungslos, was da passiert ist. Und dann sagte Astrid, der Mann, den darf ich nicht begegnen. Erst fährt er meine Tochter fast tot und jetzt schlägt er sie halt tot. Das darf nicht wahr sein. Und naja, auf jeden Fall, Murat ist wieder derjenige, der sagt, und so, und Gisela hat schön dicken, fetten Eintopf gekocht und wir setzen uns alle und jetzt an den Tisch er holte so ein selbstgebackenes Fladenbrot, brachte er aus der Küche. Wir müssen jetzt zu Kräften kommen für unsere Paula. Wir dürfen da nicht jetzt abstürzen, wir müssen was essen, wir müssen trinken und wir werden jetzt besprechen, wie wir der Paula ein schönes Zuhause wieder fertig machen hier. Und alle klatschen und alle sagen, Murat, du, ne, das ist eine super Idee, das machen wir. Und dann die eine sagte dann, ich habe noch, Marie sagt, weißt du was, ich habe doch noch eine alte Wiege bei mir, was heißt alt, sagt sie, da hat die Lütke drin gelegen. Das ist ja alles mit meinen Möbeln untergestellt. Die werde ich holen. Die ist schön in weiß. Ja, hat Christoph dann gesagt, die könnten wir ja anmalen, die könnten wir ja neu lackieren und alles. Und ja, da machten die Pläne. Also, wie sie Paulas Zimmer umräumen, in dem, das sind ja große Zimmern. Und dann Adele schon gesagt, du, diesen kleinen Tisch mit den zwei Stühlen, den sie so zum Essen und so nimmt, wenn sie mal alleine sein will, den packen wir weg und da machen wir dann die Wand. Also Murat gleich sofort wieder, wir machen dann eine schöne gelbe Wand hin, das kann für Junge und für Mädchen sein und die Wiege, die malen wir in weiß an und dass das alles so ein bisschen neutral, wir wissen ja nicht, wird es Junge oder Mädchen und alle Frauen waren plötzlich abgelenkt damit, dass sie für Paula und das Baby einen wunderschönen Raum fertig machen wollten und der Paula damit eine Freude machen wollten und. Ja, da hatten die erstmal was zu tun. Ne? Auf jeden Fall ist es auch noch ein paar Tage, hat es halt noch gedauert, bis die Paula wieder nach Hause kommen konnte. Und in der Zwischenzeit hatten die alles fertig gemacht. Die Männer hatten gemalert, wie verrückt. Die Frauen hatten Kissen genäht.
Decken gehäkelt. Also die Doro hatte noch ein Mobile mit lauter kleinen Fischen gehäkelt und ach, das sah alles. Und dann hat der Christoph ist losgefahren in ein Elektro und hat so kleine Motoren, dass das sich auch dreht und alles. Also die waren die letzten Tage wirklich alle eingespannt im Geschäft und auch zu Hause, um das alles schön zu machen. Und dann hat Adele auch gesagt, weißt du was, also dieses kleine Gästezimmer, was wir da unter der Treppe da haben, diese 15 Quadratmeter, das ist nichts. Wir werden, jetzt sind wir schon dabei, jetzt machen wir hinter der Küche, das hatte ich ja schon mal erzählt, da gibt es ja einen großen Raum, da waren früher, zu früheren Zeiten, die Dienstmädchen wohnten dort und hatte auch einen schönen Zugang zur Terrasse. Und auch ein kleines Bad, zwar nicht groß, aber es war eine Dusche und ein kleines Waschbecken mit Toilette in dem Raum. Und das bauen wir jetzt um als Gästezimmer. Und dann hatten sie wieder was vor. Und dann waren die Männer weiterhin am Malern und am Holzboden verlegen und die Frauen wieder an Gardinen nähen und alles Mögliche. Dann, ich habe noch eine Couch, ich habe noch einen Stuhl, ich habe noch einen Tisch. Also alles wurde so ein bisschen zusammengewürfelt, aber es sah nachher so aus, als wenn alles zusammengehören würde. Also die Adele und Henriette sind noch losgefahren und haben große Pflanzen gekauft, weil das ist ja Adeles Metier. Also große Pflanzen und Blumen und alles, das muss ringsrum und in jedem Raum muss das vorhanden sein. Schöne Bilder an der Wand. Und sie hat gesagt, so Astrid, da kannst du jetzt dann immer drin wohnen. Astrid wohnte natürlich jetzt immer noch in dem kleinen Zimmer, während sie da war. Aber wenn du dann kommst und die Paula besuchst oder auch jeder andere hier mal uns besucht von der Familie, der hat jetzt ein schönes, eigenes, großes Zimmer. Und so sollte es auch sein. Ja, so waren die halt, wie gesagt, über eine Woche beschäftigt mit allem Drum und Dran. Ja, und dann kam der Tag, wo sie die Paula aus dem Krankenhaus holen konnten. Mittlerweile war sie ja auch schon etwas kräftiger. Also man konnte schon sehen, dass sie ein Baby erwartet. Ach, und sie war immer noch so ein bisschen grün und blau und so um die Augen herum. Aber sie war fröhlich. Also sie war wieder so gelöst wie früher. Ihren Stock hatte sie immer noch mit dabei, obwohl also das auch immer besser wurde. Sie vergaß den auch schon mal. Und lief dann einfach so durch die Gegend. Ja, das war damit, weil es ihr auch immer besser ging, ne? Ja, also sie kam nach Hause, war wieder ein fröhliches, junges Mädchen und zeigte dann ihre Schätze, die sie dann im Krankenhaus schon wieder alles angefangen hatte zu stricken. Sie ist auch so eine, die fängt mal hier was an, da mal was an. Aber sie hatte auch einiges fertig gekriegt und hatte ein paar Socken fürs Geschäft gestrickt und Mützen und Handschuhe fürs Geschäft. Also alles so Kleinigkeiten, die sie Adele dann übergeben hat und hat gesagt, hier, die hast du dann zur Dekoration, dass die Leute sehen, was du im Geschäft hast und so. Naja, Adele war glücklich und zufrieden, dass sie Paula wieder zu Hause hat. Gisela hat sie verwöhnt, es geht nicht mehr. Das Kind braucht was auf die Rippen. Und es ist für zwei. Murat und auch die anderen Männer scharwenzelten auch alle um Paula herum. Was können wir dir Gutes tun? Was brauchst du? Irgendetwas und dies und jenes. Ja, bis Paula dann eines Tages mal sagte, so, nun ist aber gut, ne? Also jetzt habe ich keine Lust mehr dazu. Lasst mich mal schön in Ruhe. Ich habe nichts, mir geht es gut. Ja, und so ist das mit Tim und Paula auseinandergegangen. Also die Gerichtsverhandlung steht noch aus. Also da hat sie dann auch gesagt, also da war sie konsequent plötzlich. Einmal ist sie zurückgegangen, weil sie gedacht hat, na okay, das war vielleicht ein Ausrutscher, aber ein zweites Mal nö. Also da so intelligent ist sie schon, dass sie sowas nicht nochmal machte. Und ja, und Tim, der saß dann da und ja, an einem Gerichtstermin wie so ein Häufchen Elend. Aber es nutzt ja alle nichts. Ne? Er war ja mittlerweile seiner Mutter zuliebe in einer Entzugsanstalt. Aber ja, der Entzug hat ihn sehr verändert, also auch äußerlich und alles.
Was aus ihm später noch geworden ist, das weiß niemand. Es hat niemand mehr Kontakt zu ihm gehabt, ob er trocken geblieben ist und weitergearbeitet hat in dieser Autowerkstatt. Das weiß niemand. Es ist niemand mehr dorthin gefahren. Man hat ihn im Dorf auch so gut wie nie mehr gesehen. Also Adele sagte nachher, der ist bestimmt irgendwo weiter weggezogen, weil es schon peinlich, ne? Er hat auch sein Kind nie kennengelernt, aber diese Sache, die Geburt und wenn wie die Kleine dann geboren wird und alles, das erzähle ich ein anderes Mal. Also so ist das halt mit Paula und Tim zu Ende gegangen. Und das war jetzt einfach der Abschluss dieser Geschichte. Ja. Das war's, ne? Jetzt möchtet ihr wissen, also jetzt nächste Woche geht es ja weiter. Aber ich weiß jetzt ganz genau, dass einige schon wieder da sitzen und sagen, was hat sie denn für einen Schal um? Ja, ich habe einen Zackenschal. Ja, oder Zickzackschal, wie sie manche nennen. Und zwar habe ich den gestrickt aus der Jawoll von Lang. Vor circa 3 oder 4 Jahren habe ich den gestrickt. Die Farben fand ich ganz toll. Ich habe normalerweise wird der Zickzackschal oder Zackenschal, bei uns fängt es an zu schneien, wird ja mit 96 Maschen Anschlag. Ich habe 156 Maschen genommen. Ich hatte mir das dann ausgerechnet und ich habe 156 Maschen genommen, weil ihr wisst, ich mag es gerne, wenn die Schals etwas breiter sind. Und dafür habe ich dann 4 Knäuel Magic Degradé von Langjans. Welche Nummern weiß ich nicht mehr. Also die eine Nummer hatte irgendwas mit 50. War das 56 oder so? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es ist auch völlig egal, wenn ihr diese Farben toll, also diese Machart toll findet, kann ich euch die Jawoll Magic nur empfehlen. Du brauchst 2 Farben, 2 verschiedene Farben und von jeder Farbe 2 Knäuel. Ne? Also dann hast du hier so einen schönen langen Schal. Es hat auch Spaß gemacht, den zu stricken. Das war ja, ich glaube, vor 3 Jahren war das so ein absoluter Hype. Jeder hat sich diesen Schal gemacht und ich habe davon einige gemacht in verschiedenen, ganz, ganz verschiedenen Farben. Jo. Und dieser hier, die meisten sind weg, die sind entweder verkauft oder dann in der Familie verschenkt. Ja, ne, aber diesen hier, den wollte ich unbedingt behalten, weil ich den so schön fand, passend zu meiner Jacke. Ich kann ihn also zu meiner kamelfarbenen Jacke tragen. Ich kann ihn zu meiner weißen oder auch zu meiner schwarzen tragen. Ja, so, das war jetzt, hatte mit Adele nichts zu tun, aber ich weiß ja, was dann wieder kommt. Ja, und dann seid ihr ja so lieb gewesen. Einige von euch sind echt so lieb und haben in die Kommentare schon das Dandelion Lane von Grasshopper, genau, reingeschrieben. Vielen lieben Dank dafür. Da habt ihr mir sehr mit geholfen. Da brauchte ich heute Morgen nicht noch die Anleitung raussuchen. Also jeder, der das Dandelion Lane von gestern nachstricken möchte, habe ich das hier noch irgendwo? Nee, das habe ich schon wieder aufgehangen. Ne? Der braucht nur noch mal in die Kommentare gucken und dann steht da Dandelion Lane in den Antworten, oder? Jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, das war's irgendwie und jetzt haben wir es auch schon arg spät. Ich bin ja über 1 Stunde später hier. Aber die Straßenverhältnisse sind halt, ja, die sind halt, was will man machen, ne? Was soll man? Man kann das Auto ja nicht unter den Arm nehmen, ne? Und durch den Schnee stapfen, geht nicht. Also muss man schon mitrechnen, dass man dann nirgendwo nicht immer pünktlich zu allem da ist. Nun ja, gut, ich bin ja froh, dass ich hier bin. So, ja, ich glaube, das war's mit uns heute. Das mit dem, die
nicht nur Adele gucken, sondern auch meinen Strickpodcast und vielleicht Lust haben, mit mir ein Frühlingstuch zu stricken, die schreiben mir das bitte in die Kommentare. Und ja, und ansonsten, ne, machen wir weiter wie bisher. Ja, stricken. Ich freue mich schon aufs Wochenende jetzt und auch auf die nächste Woche. Also die nächste Woche wird hier wieder so sein, dass ich ganz normale Öffnungs-, also zu den ganz normalen Öffnungszeiten bin ich hier. Ja. Es kann sein, das werde ich dann aber noch, also sagen wir mal so, zu den ganz normalen Öffnungszeiten ist doch verkehrt, wie ich das sage. Ich bin also um 10 Uhr hier und normalerweise habe ich ja geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Und auch von 10 bis 18 Uhr könnte man eventuell Click und Collect machen. So, jetzt habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die meisten von 10 bis 16 Uhr hier hierher kommen, um sich ihre Wolle abzuholen. Und dann hat es sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir gesagt haben, ab 16 Uhr brauche ich gar nicht mehr. Da kommt so gut wie niemand mehr. Es wird schon ja, jetzt die Tage über, wenn es dann dunkler wird und deswegen, die Leute sind froh, wenn sie dann in ihren Häusern sind und müssen dann nicht noch durch den Schnee und durch die Kälte wandern. Also deswegen hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass Click und Collect hier super funktioniert von 10 bis 16 Uhr. Und das sind auch die Tage, die ich, also außer Mittwoch, ne, Mittwochs mache ich während des Lockdowns halt, habe ich halt geschlossen. Ja, was heißt geschlossen? Das hört sich dann ja auch an. Ich habe ja sowieso geschlossen, aber Mittwochs findet kein Click und Collect statt. Da bin ich nicht hier. Die Zeit nehme ich mir für Adele, fürs Schreiben. Und ja, aber Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag könnt ihr mich dann auch in der nächsten Woche von 10 bis 16 Uhr hier bei mir im Laden erreichen. Alle bestens anrufen, WhatsApp schreiben oder halt kräftig vor die Eingangstür klopfen, weil ich bin wirklich die meiste Zeit hinten am Färben oder ich schaue fern. Dann in der Zwischenzeit, weil, ne? Und wenn dann jemand unangemeldet kommt, dann muss er halt richtig schön kräftig klopfen. Also ihr müsst das so sehen, als wenn, ihr könnt hier jederzeit herkommen, so als wenn der Laden geöffnet wäre, nur dass ihr klopfen müsst und so wie jetzt, genau, also so wie jetzt, einfach klopfen. Und das Einzige, ihr dürft, wie gesagt, den Laden nicht betreten. Aber wir haben Körbchen. In diese Körbchen, ihr sagt mir, was ihr haben wollt. Ich nehme das Körbchen, packe eine Auswahl in das Körbchen und ihr könnt euch das aussuchen und dann wird das in eine Tasche gepackt und ihr dürft es mitnehmen nach dem Bezahlen. Ja, ne? Anders geht es nicht. Aber es funktioniert ja, wie gesagt, es funktioniert ja auch so. Und da muss ich mich auch noch mal drüber, muss ich mich auch noch mal bedanken, dass ich solche Kunden habe, die also auch in dieser Zeit immer wieder kommen und sich ihre Wolle hier holen. Also wie gesagt, das ist ja, es ist ja nichts anderes, nur du darfst den Laden nicht betreten. Du stehst halt vor der Tür, ne? Aber ich finde das auch ganz, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ne? Dass ich das so toll finde, wenn dann kommen sie, stehen vor der Tür. Ja, und jetzt kommt dann der nächste Wagen. Ja, dann bleiben sie aber schön in ihrem Auto sitzen und warten darauf, bis dann die Dame von der Tür weg ist und kommen dann als zweites. Finde ich toll. Also, wie gesagt, das funktioniert alles. Also, geht richtig gut. Und da möchte ich mich auch nochmal dafür bedanken. Also sowieso bei allen, bei meinen Zuschauern und Zuschauerkunden, die ja regelmäßig bei mir bestellen und auch bei meinen lieben Kunden, die hier immer in den Laden kommen. Ich finde das toll. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir so die Treue haltet. Vielen lieben Dank. Das hilft mir wirklich weiter. Und ja, und so warten wir darauf, was die Zeit so bringt. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Wochenende mit viel, viel Strickzeit und Sonnenschein und Spazierengehen im Schnee. Ja, bei uns sind schon die vereinzelten Flocken kommen jetzt schon wieder vom Himmel, obwohl die Sonne scheint. Also es ist schon
Schon merkwürdig. Aber es ist egal, es sieht schön aus und naja, ne? So ist das. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, bis Dienstag. Tschüss.